magischen Eigenschaften dieses Zauberspruchs haben nur dann langanhaltende Effekte, wenn man sich auf... Nein! Rainbow Dash! Wie will sie bitte morgen ihren Test über die Geschichte der Wonderbolts bestehen, wenn sie ihre Zeit mit Fliegen vergeudet? Ich sage ihr jetzt ganz einfach, was ich von ihrer nachlässigen Einstellung zum Lernen halte. Oh, das wird sie überraschen. Überraschung! Was? Wie hast du... Bitte, Twilight, die schlechteste Anschleichattacke aller Zeiten. Was? Aber... Ich konnte deinen bösen Blick von Weitem sehen. Und ich habe dein grummeliges Gemurmel schon Meilen vorher gehört. Na, wenn du mich hast murmeln hören, hast du auch gehört, was ich gemurmelt hab. Ja, ja, der Wonderbolts Geschichtstest. Kein großes Ding. Kein großes Ding? Ein Riesending. Es ist ein Test. Ein Test, der bestimmt, ob du eine der neuen Wonderbolts-Reservistinnen wirst. Und das bedeutet für dich die Chance, deinen Lebenstraum zu verwirklichen und eine der Wonderbolts zu werden. Das ist der wichtigste Test in deinem Leben. Twilight, nicht jedes Pony flippt wegen einem Test so aus wie du. Als ob ich wegen einem Test irgendwie ausflippen würde. Ganz im Ernst? Du flippst jedes Mal so aus, dass du ganze Ausflipp-Arien darüber singen könntest. Na schön. Es könnte sein, dass ich einen Test ungewöhnlich ernst nehme. Aber das heißt nicht, dass du für deinen Test nicht lernen musst. Und ich weiß auch schon, wer dir dabei helfen kann. Ich! Das wird uns beiden so viel Spaß machen. Klar doch. Spaß. My little pony, my little pony. Wozu Freundschaft gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid gigantischste Buch über die Geschichte der Wonderbolts. Okay, aber wie bekomme ich das, was hier drin steht, bitte da rein? Mit meiner praktischen Lerncheckliste natürlich. Ja, natürlich. Schritt 1, lesen und markieren. Lesen und markieren ist die Grundlage jeder guten Lernmethode. Damit können Schüler erkennen und hervorheben, was wirklich wichtig ist. Und das Gute vom Schlechten trennen. Die Spreu vom Weizen. Das bringt dich zum Kern der Sache. Lass sehen, was du markiert hast. Also, wenn du beinahe alles markierst, trennst du nicht unbedingt die Spreu vom Weizen. Oder das Gute vom Schlechten. Hey, ich bin doch gar nicht so groß. Okay, Rainbow, lesen und markieren ist vielleicht nicht die passende Lernmethode. Also machen wir weiter mit dem erprobten Geschichtsunterricht. Ja, bitte, Rainbow. Kann ich mal was essen? Nein. Pause? Nein. Können wir nicht einfach den die Geschichte der Wonderbolts Film gucken? Nein. Nun gut, mach es dir gemütlich und erlebe die wahre Magie des Lernens. Bevor es den Bruch zwischen Celestia und Luna gab, wurde keine Erdeinhorn-Pegasi-Wache benötigt. Kurz EEP genannt. Doch nachdem Luna verbannt wurde, wurde die Pony-Schutztruppe gegründet. Am Jahrestag des ersten Celestia-Friedensjahres wurde ein großes Fest gefeiert. General Firefly leitete die Festplanung und ein Kunstflieger-Elite-Team wurde zu diesem glücklichen Anlass gegründet. Die erste Flugshow war so voller Energie, so kraftgeladen, dass magische Blitze über der Menge niedergingen. Alle Ponys waren so begeistert und erstaunt, dass General Firefly sein Team die Wonderbolts nannte. Rainbow Dash, kannst du nur eine meiner Ausführungen wiederholen? Oh. Geschichtsunterricht? Nein. Ah, okay, Rainbow. Rainbow?
Rainbow Dash! Hier! Lass uns mit meiner Lieblingslernmethode weitermachen. Mit Blitzkarten! Oh, heißt das dann, ich lerne wie der Blitz? Was bleibt, ist die Hoffnung. Colonel Purple Dart, der Anführer der Wonderbolts in der 4. Regierungsperiode Celestias, war Rainbow, was ist da gerade passiert? Was? Nichts, ich war ganz verzückt von deinen Blitzlernkarten. Sie bildeten bald die offizielle Flugstaffel von Prinzessin Celestia und ausgezeichnet voll erwischt. Und wobei? Das erste Wonderbolts Blitzabzeichen war... Rainbow Dash, du hättest mir wehtun können. Mit dem Spuckgeschoss? Wirklich? Ein Spuckgeschoss mitten ins Auge ist nicht zum Lachen. Wenn du dauernd herumalbern kannst, weißt du sicher schon alles für den Test. Sicher? Na, dann denke ich, bist du sicher auch bereit für ein Vorab-Quiz. Sehr gern. Die Initialen EEP stehen für was? Echte Ernie-Pfannkuchen. Der erste Auftritt der Flugstaffel war wann? Bei Celestias Frühstücksfeier. Die Wonderbolts bekamen ihren Namen von einem berühmten Pegasus. Wer war es? Sag nicht Colonel Waffel. Hallo? General glasierter Donutzucker. Also, war ich toll oder was? Oder was? Nicht eine einzige Antwort war korrekt. Was? Aber warum? Keine Ahnung. Sowas Falsches habe ich noch nie gehört. Und so frühstücksbezogen. Wäre heute der offizielle Test gewesen? Dann wäre mein Traum, eine Wonderbolts-Reservistin zu werden, komplett zerstört. Oh, was soll ich denn nur tun? Ich habe kaum noch Zeit. Ich weiß nichts über ihre Geschichte. Ich werde bestimmt durchfallen. Ich werde durchfallen. Und das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Ich habe versucht, dir zu helfen. Vielleicht sind deine berühmten Lernmethoden gar nicht so gut, wie du denkst, Fräulein Lehrerin. Entschuldige mal. Ich habe damit für jeden Test gelernt und bestanden. Ja, richtig. Weißt du den Namen des ersten Wonderbolts-Choreografen? Naja. Kommandant Easy Glider. Weißt du, wie viele Pegasi in der ersten Staffel flogen? 7. Weißt du Prinzessin Celestias Lieblingsflugmanöver? Es ist der berühmte Icarus-Sonnengruß. Na, ich könnte den Test bestehen. Toll, reib's mir noch unter die Nase. Außerdem, wieso muss ich diesen blödsinnigen Test eigentlich machen? Jeder weiß doch, dass ich eine der besten Fliegerinnen bin. Die Geschichte des Teams zu kennen und damit Equestria angemessen zu repräsentieren, ist ebenso wichtig. Ja, bestimmt. Irgend so ein Geschichtsprofi wie du hat sich das ausgedacht, um uns Flieger zu blamieren. Einiges über die Geschichte zu wissen ist hilfreich, Rainbow. Vielleicht hilfreich für Schlaumeier. Mädels. Der Schlaumeier vor dir kennt die Geschichte und kann fliegen. Vielleicht könnte ich eine Wonderbolt werden. Nur weil du Flügel hast, kannst du nicht unbedingt gut fliegen. Mädels. Du kannst ja gerade mal vom Boden abheben. Mädels. Stopp. Also, spricht man etwa so mit einer Freundin? Entschuldige. Ja, entschuldige. Habt ihr denn beide nichts Wichtigeres zu tun? Muss Rainbow nicht für ihren großen Test lernen? Ich habe alles versucht, Fluttershy, aber keine meiner Lernmethoden war erfolgreich. Nun, deine Lernmethoden in allen Ehren, aber ich glaube, ich weiß, wie ich Rainbow helfen könnte. Oh, wer ist das? Wer ist das? Celestia und Luna in glücklichen Zeiten. Und jetzt? Gummy ist ein Erdpony, Winona ist ein Einhorn und Schildi ist ein Pegasus. Sie sind die EEP und beschützen unsere Prinzessin. Wie konntet ihr das denn alles verstehen? Stopp, das war ja echt schön. Ich
Da gebe 3 Wuhus. Und dann extra Wuhu noch oben rein. Und ich vergebe ein Wa-Wa-Was. Jetzt bin ich völlig verwirrt und will einfach nur nach Hause. Oh. Wow, das klingt aber ganz schön elend. Manche Ponys lernen durch Theaterstücke. Und andere Ponys lernen besser durch musikalische Darbietungen. Boom, 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 boom. Vicky, Vicky, vor langer, langer Zeit sollten die Wonderboards entstehen. Und General Firefly hat es vorausgesehen. Bis einheitliche Fliegen übten sie nun auf dem Fliegen. Dabei noch kunstvoll auszusehen, so lautete das Ziel. Colonel Dart und Admiral Fairweather Hand in Hand trainierten dieses Fliegerteam mit Herz und mit Verstand. Auch Fairy Flight und Flash nahmen sich dieser Truppe an. Schon bei Flo flogen sie hoch mit sehr viel Schwung und Elan. Commander Easy Glider hatte es am besten drauf. Mit ihm flogen die Wonderboards in den Himmel hinauf. Wonderboards, ja! Wir sind so stolz! Wonderboards, ja! Wir sind so stolz! So rapp ich die Geschichte der großen Wonderboards. Also, verstanden? Ja, Pinky. Wiki, Wiki, Wiki. General das und Colonel dies. Sie sind Wonderbolts irgendwas und das reimt sich mit das. Das war jetzt wirklich schrecklich. Was? Nein, echt jetzt? Aber ich muss das Zeug lernen. Sofort. Und ich bin das Pony, das dir hilft. Rarity, du siehst lächerlich aus. Ich ignoriere den Kommentar aufgrund meines Wunsches, dir zu helfen. Viel Glück. Bist du bereit, Rainbow Dash? Denn ich nehme dich jetzt mit auf ein historisches Abenteuer in die Modewelt. Momentan trage ich gerade die, ehrlich gesagt, eher hässliche und äußerst kratzige Original-Wonderbolts-Fluguniform. Glücklicherweise wurden dank der Visionen von Flair de Mer die Wonderbolts-Fluguniformen bald um einiges hübscher und der Stoff atmungsaktiver. Natürlich gab es manche Modehits und Fehlschläge. Schau dir nur diese schrecklichen Schlaghosen an. Was haben sie sich nur dabei gedacht? Keine Ahnung. Wettengeneral Flash sah darin toll aus. Ah, Pinky, du bist ja echt. Natürlich bin ich echt. Also, ich bin nicht der echte General Flash, der 10. Anführer der Wonderbolts. Aber ich, Pinky, bin echt. Und ich bin Admiral Fairy Flight von der 7. Flugstaffel. Und wahrscheinlich erkennst du Kommandant Easy Glider. Und dieses wunderbare Outfit hat Colonel Purple Dart getragen. Sieh uns einfach an. Sieh uns an. Sieh mich an! Das ist zu viel für meine Augen. Ach, nur keine Panik, Rainbow. Dieser Modenschau-Quatsch würde mir beim Lernen wohl auch nicht helfen. Wirklich? Nun, welche Tricks hast du denn beim Lernen, Applejack? Wer, ich? Oh, ich hab gar keine. Nun, ich kenne natürlich jedes Detail in der Geschichte der Äpfel. Aber das habe ich alles in den Jahren auf dem Feld gelernt, dank der Liebe zur Sache. Wie viel Zeit hast du noch? 12 Stunden. Oh, dann bist du schlecht dran. Tja, ich denke, wir sollten wieder auf die gute alte Art lernen. Oder durch unser Stück. Wirf einen Blick auf diese Kostüme. Darauf reagiert doch ganz bestimmt dein innerer Wonderbolt. Und Granny Smith entdeckte den ersten Granny Smith in Philadelphia. Da war sie noch ein Fohlen. Kommandant Easy Glider gehörte ganz nach oben. Pinky, hör auf zu rappen. Das hilft Rainbow überhaupt nicht. Nun, ich schlage vor, wirf diese Karten weg. Bei unserer Freundin Rainbow hat das überhaupt keinen Zweck. Hört jetzt auf! Kein Rappen, keine Karten, keine Kostüme, kein Theater. Und keine Äpfel. Ich werde diesen Test nicht bestehen. Niemals. Könnt ihr vergessen. Rainbow, mir tut das alles leid. Wir wollten dich wirklich nicht überfordern. Ist okay. Ihr wolltet mir nur helfen. Es tut mir leid, dass ich einfach zu dumm bin, um etwas zu lernen. Du bist doch nicht dumm. Du lernst eben nur ganz anders. Wenn du mit anders sowas wie gar nicht meinst, dann hast du völlig recht. Nein, das ist völlig falsch. Tja, schon wieder falsch. Ich glaube, kein Pony hat mehr Daring-Do-Bücher gelesen als du. Deshalb nehmen sie mich trotzdem nicht bei den Wonderbolts. Und mit deinen Witzen und Streichen kann nur Pinky mithalten. Toll! All die Jahre als Klassenclown haben verhindert, dass ich lerne, wie man lernt. Das habe ich nicht gemeint. Du bist smart, kreativ, einfallsreich und...
Hey! Auch wenn du sauer bist, musst du mich nicht... Wow! Ich wäre beinahe dagegen geflogen. Ich weiß! Du hast so viel gequasselt und nichts mitbekommen. Aber wie hast du das gesehen? Du hast doch die ganze Zeit zugehört und auch geredet. Du Fluganfängerin. Erfahrene Fliegerinnen wie ich können mehreres gleichzeitig. Während des Fluges? Super wichtig. Ja, ich habe dir natürlich zugehört, aber gleichzeitig auch den Himmel und die Erde im Auge behalten. Wirklich? Fliegen ist nicht nur Fliegen. Um am Himmel sicher zu sein, muss ich jedes kleinste Detail wahrnehmen. Zum Beispiel habe ich Applebloom, Sweetie Belle und Scootaloo aus den Naschäckchen kommen gesehen. Und so wie sie aussahen, haben sie Karotten-Cupcakes mit Streuseln gegessen. Und ich glaube, Big Mac hat jede Menge Äpfel an Filthy Rich verkauft, denn ich hörte ein sehr erfreutes Jep. Jep. Ich bekomme immer alles mit, wenn ich fliege. Kein großes Ding. Oh, meine Güte. Was? Ich muss los. Ja, ich verstehe. Ich würde auch nicht mit einer Loserin wie mir herumhängen wollen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Was gibt es, Twilight? Wir müssen Rainbow unbedingt helfen. Ja, aber wie? Wir haben alles Erdenkliche versucht, meine Art und deine Art zu lernen. Aber Rainbows Art zu lernen noch nicht. Klingt interessant. Okay, aufgepasst, Ponys, das ist mein Plan. Hey, Rainbow, wollen wir eine Runde fliegen? Gern. Hab eh nichts zu tun. Wir sind doch vorhin schon rumgeflogen. Ja, aber wie du gesagt hast, bin ich noch eine Anfängerin und brauche jede Menge Training. Ja, und du wirst bestimmt schon bald eine gute Fliegerin. Denn schließlich bist du ja in allem gut. Also, was steht so an? Oh, ach, gar nichts. Nur meine Träume, die platzen. In letzter Zeit ein gutes Buch gelesen? Nein, nur Geschichtsbücher. Ich würde dir gerne erzählen, worum es ging, aber mein Gehirn ist so trocken wie ein Stein. Apropos Stein, hast du gewusst, dass Pinky auf einer Steinfarm aufgewachsen ist? Vielleicht kann ich da arbeiten. Ich habe ja sonst nichts geplant. Für den Rest meines Lebens. Ach, komm schon, Rainbow. Gib deinen Traum doch nicht auf. Scheint eher, als ob mein Traum mich aufgegeben hätte. Vielleicht sollte ich lieber Schuhe putzen, Hüte verkaufen, Löcher graben. Oder vielleicht wirst du auch eine Wonderboat. Twilight, gib es auf. Ich hab's getan. So, an was erinnerst du dich von dem Flug? An nichts sehr Wichtiges. Nur, dass nachdem Luna auf den Mond verbannt wurde, Celestia unbedingt Schutzkräfte brauchte und die Erdponys Einhörner und Pegasi eine Ponyschutztruppe gründeten, die EEP-Wachen. Ja? Und bei der Feier zum ersten Celestia-Friedensjahr gab es eine Elite-Flugstaffel, angeführt von General Firefly, der die Flugstaffel die Wonderbolts nannte. Aha. Kommandant Easy Glider entwickelte weitere Flugmanöver, die immer noch von den Wonderbolts geflogen werden. Ja! Ich kenne ihre Geschichte. Ich weiß alles. Aber wie in Equestrias Namen kann das plötzlich sein? Du hast alles gelernt. Ja, habe ich auch verstanden. Aber wie denn? Bei unserem ersten Flug habe ich entdeckt, dass du, während du fliegst, alles um dich herum wahrnimmst, was passiert. Ohne groß darüber nachzudenken. Verstehst du es nicht? Diese Fähigkeit habe ich genutzt und alle Ponys haben dir geholfen, die Geschichte der Wonderbolts im Flug zu lernen. Ich, Prinzessin Celestia, verbanne dich, Prinzessin Luna, auf den Mond. Nein! Erde! Einhorn! Pegasus! E! E! P! Yep. Lasst uns zusammen das erste Celestia-Friedensjahr feiern. Ja, lasst uns feiern. Ich bin General Firefly. Mann, mein Kostüm kratzt und ist echt hässlich. Aber ich gründe ein erstklassiges Flugteam. Ich nenne sie die Wonderbolts. Wunderbarer Style von Flair de Mer. Admiral Fairweather. Colonel Purple Dart. Admiral Fairy Flight. General Flash. Kommandant Easy Glider!
die Geschichte der Wonderbolts. Meine Güte. Ich danke euch. Vielen Dank euch allen. Gern geschehen. Aber du hast es allein erreicht. Du lernst, ohne zu wissen, dass du lernst. Das Fliegen ist das Wichtigste für dich, aber dein Gehirn scheint auch viele andere Informationen aufzunehmen. Das ist eigentlich ziemlich brillant. Ich wusste immer schon, dass ich brillant bin. Rainbow Dash hat endlich die Geschichte der Wonderbolts gelernt. Aber sie ist nicht das einzige Pony, das etwas gelernt hat. Ich musste auch etwas Wichtiges verstehen. Eine Lernmethode ist nicht besser als eine andere. Letztendlich ist jedes Pony einzigartig und individuell. Ha ha ha!